Aufsehen erregen. Ein Motto, das sich ganz besonders Radler in der kommenden dunklen Jahreszeit zu Herzen nehmen sollten. Denn ohne ausreichende Beleuchtung auf der Straße ist auch die kürzeste Tour riskant. Die richtige Ausstattung deshalb unerlässlich. Immer häufiger wird dabei zu modernen LED-Lampen gegriffen. Die hat der ADAC nun genauer unter die Lupe genommen. Ein großes Plus, die Leuchtkraft ist meist stärker als bei anderen Lampen. Allerdings hat der Test auch gezeigt, dass die Hersteller oftmals die Befestigungssysteme für diese Leuchten vernachlässigen. Und dementsprechend kann natürlich das Licht verrutschen und den Gegenverkehr blenden. Auf dem Prüfstand insgesamt 12 LED-Leuchten. Mehr als die Hälfte schneidet gut ab. Der Sieger, das Lampenset von Trelog. Allerdings mit 117 Euro kein Schnäppchen. Deutlich günstiger und trotzdem vorn mit dabei Front- und Rückstrahler von Cat Eye für 39 Euro. Für 3 Lampensets gibt's nur ein ausreichend. Die Schlusslichter im Ranking kommen von BBB, Spanninga und Knock. Besser sehen und gesehen werden kann auf 2 Rädern zur Lebensversicherung werden. Aber aufgepasst, nicht alles, was leuchtet, ist erlaubt. Alles, was blinkt, ist nicht zugelassen in Deutschland. Also sprich, da hilft es ja nicht, wenn man sagt, ich habe eine Lampe, aber mit Blinkfunktion, die haben keine Prüfzeichen, fallen somit raus. Und so kann es sogar teuer werden, wenn man nur mit dem falschen Licht unterwegs ist. Wer ohne geprüfte Beleuchtung erwischt wird, muss genauso 20 Euro Bußgeld zahlen, wie die, die noch immer ganz ohne Licht durchs Dunkel radeln.